Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Mod-Vorstellung an diesem Samstag. Heute gibt es den Massey Ferguson 6290, konvertiert aus dem LS13, stand in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Shop an. Unter der Aktion zu finden hier. Massey Ferguson 6290, er kostet 45.000 Euro. 125 Euro pro Tag und Nutzung, Traktoren werden zum Ziehen von Anhängern und Maschinen benötigt. Wie man hier schon sieht, wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Shopbild, der Hintergrund aus dem LS13, noch ein Massey Ferguson Logo verbaut. Und das war's auch schon, schlicht und einfach, ja. Hier sieht man ihn, die Grafik hier vorne, ich denke mal, das soll ein Gitter darstellen. Luftgitter ist auch, naja, nicht der Hit. Die Reifen aber, die gefallen mir nicht. Von weitem sehen die auch ganz gut aus, die Reifen. Die Felgen hier innen, naja, zu erkennen ist nicht viel. Aber die Aufschrift ist relativ scharf. Ja. Hier hinten auch gut. Hier ein kleines Warnschildchen. Die Heckhydraulik, sehr schön. Hub, Oberlenker, Unterlenker sehen auch gut aus. Kugelkopf, Zugmaul und ein normales Zugmaul. Ja, die Lichter hier sehen ganz gut aus. Hier vorne könnte es allerdings noch etwas schärfer sein, das muss ich sagen. Hier vorne noch eine Aufschrift drauf, Sauter. Ja, auch ganz scharf. Der Oberlenker hier schön nach unten geklappt. Das sieht sehr schön aus. Und ja, hier innen drin auch schön, so ein bisschen dreckig. Dann gucken wir ihn mal von innen an. Von oben noch etwas zu sehen. Nein, die Rundumleuchten haben eine leicht extrem gelbliche Farbe. Was mir gerade noch auffällt, die Kabine hat keine Kolli. Ich stehe hier in der Kabine. Und ich würde sagen, wir gucken ihn jetzt von innen an. Interessanter Sound. Hier innen ist er schlicht und einfach gehalten. Oben noch ein Radio sehen. Und wir haben IC-Steuerung. Einmal Türe links, Türe rechts haben wir zu öffnen. Sonst noch was? Noch was verbaut? Nein. Das war's auch schon. Zweimal Türen öffnen. Ja, hier vorne. Tacho bewegt sich nicht. Ja, das 13 Sound verbaut, wenn mich nicht alles täuscht. Hier unten, was ist das? So, dass das Fußpedal darstellen, ich weiß jetzt nicht genau. Von außen kommen wir da hin. Das soll, ich glaube, tatsächlich das Gaspedal sein. Ja, sonst von innen, was das hier rechts über der Tür ist und links, weiß ich auch nicht. Also der Radio ist gestochen scharf, muss man sagen. Sonst hier die Lüftung und so alles nicht so scharf. Hier unten ist auch, naja, hier eine Steuereinheit. Ich weiß nicht, für Sämaschine oder ist es fest verbaut. Kann ich jetzt nicht direkt sagen. Wir schalten mal das Licht an. Ja, die Scheinwerfer sehen Sie, wenn Sie von der Seite drauf gucken. Das könnte besser sein. Von vorne sieht es ganz gut aus, ein bisschen zu großer Lichtkegel, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Haben wir noch ein Lichtmuss? Nein. Hinten Licht gibt es nicht. Aber Kabinenlicht, oh ne. Entschuldigung. Arbeitslicht vorne haben wir zur Verfügung. Auch hier wieder das gleiche, man sieht es, wenn man so drauf guckt.
hier unten auch ein bisschen. Und Arbeitsschicht 6. Keypad 6, Arbeitsschicht hinten. Hier das gleiche wie vorne. Ja, machen wir mal aus. Nicht auch, ist ja genug. Dann Blinker verbaut. Yep. Bremslicht. Bremslicht verbaut. Blinker rechts funktioniert. Warnblinker. Vorne. Links. Rechts. Warnblinker. Funktioniert alles. Ich würde sagen, wir fahren mal eine Testrunde, noch die Türchen zumachen. Ist innen etwas animiert bei Blinkern? Nö. Ja, von außen die Rundumleuchten. Sieht nach LS13 aus, die Rundumleuchten. Ja, auch die Farbe ist schon mal. Also zum Lenken ist er nicht sehr schön. Er ist auch verhältnismäßig schmal. Fährt seine 40 km/h. Ja, wie man hier sieht, er ist nicht sehr schön zum Lenken. Wir fahren gerade mal hier runter, wie es hier an, wie es hier aussieht mit Schräglage und Federung. Also Federung haben wir gar keine verbaut. Was sehr schade ist. Ja. Also im Gelände ist er sehr gut, wenn man das so sagen kann. Ja. Wir kommen zu meinem Fazit. Und ich weiß nicht genau. Wenn man die Texturen verbessern würde, dann wäre er sicher sehr schick. Ansonsten zurzeit ist er noch, muss ich sagen, durch LS13 Standard. Blinker gab es im LS13 auch schon bei. Oh. Blinker gab es im LS13 auch schon bei manchen Mods. Ansonsten Grafiktechnik technisch ist noch einiges zu machen. Ansonsten, er sieht ganz gut aus, ist spielbar und Modlink wie immer in die Beschreibung des Videos. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.